Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Die Sims 3. So. Ja, ich wollte die ja eigentlich in der letzten Aufnahme wollte ich ja eigentlich alle schlafen schicken. Ja, schlafen. Gut. Ja. Der Gronk, der ist ja noch auf der Party. Party. Frage beantworten, wisst? Alter, der muss unbedingt pennen, aber der dauert ja eh frei, ne? Karriere! Jo. Das brauche ich jetzt auch nicht. Na, der Walle, der sieht ja gesund aus. Na, der ist ja noch am Essen gerade. Lass mal kurz weiterlaufen. Ja. Oder der Rumpel, da kommt mal... Ah, der pennt ja schon, das siehst du. Ja, Walle, dann geh doch einfach mal schlafen. Ah. So. Tja, der kann so morgen wegräumen. Oder er macht Gronk, wenn er denn da fertig ist. Huch! Bis. Hey Gronk, danke, dass du zu meiner Party gekommen bist. So. Vor allem, was mir letztens aufgefallen ist, warum hängen die alle in meinem Zimmer rum? Weil ich will pennen. Weil ich war ja müde in der letzten Aufnahme. Also im letzten Part halt. Alter, die haben das immer noch nicht weggemacht. Wo ist Lissy überhaupt? Ist sie auch pennen? Oder? Lissy? Ja, ich suche schon wieder Lissy. Das wird langsam schon zur Tradition hier. Das ist... Wo ist sie denn? Schläft die? Schläft die schon? Wo ist denn Lissy, Alter? Was macht er denn da? Ja, genau. Er pennt... Na gut, ist ein Gästezimmer, ne? Aber... Alter... So dreist will ich auch mal sein. Einfach mal im fremden Haus, einfach mal so als Gast zu pennen, ohne zu fragen. Ich meine... Naja, wir haben zwei Gästezimmer, gut. Alter. Wo ist... Ach, der hängt, Goddard, der hängt hier erstmal am Whirlpool rum. Oder hing. Natürlich, ohne zu fragen. Ist ja... Mein Gut, das ist eine Party, aber... So viel sollte man sich da ja auch nicht rausnehmen, ohne zu fragen. Anne Song. Ach, schon wieder Paparazzi, Alter. Ja, Lissy, wo ist denn die? Wo soll die denn sein, bitte? Die pennt hier nirgends, die ist ja auch nirgends. Weißt du, die pieselt hier einfach hin und verschwindet einfach mal und... Naja. Dann lass ich mal weiterlaufen hier. Und ja, Gronk, wenn du dann fertig bist, kannst du dann auch nach Hause, ne? Weil, was? Gronk hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Mutti ist familienbewusst. Das ist schön. Wie ich gehört habe, war Emma Hatch ziemlich grob zu Basic Level. Ja, kann's ja auch. Gronk hat folgendes... Ach, das liegt mich doch. Ach, begeisterungsfähig, achso. Ist ein bisschen... Was? Ah, ey. Ganze Lärm hier. Ja, genau, spiel auf mein Schlagzeug. Bist du behindert? Ach, das ist mein Papa, achso. Ja, gut, denn... Das ist okay. Ach, da ist Lissy. Mensch. Siehste. Ja. Zwischendurch mal Lissy gefunden. So. Gronk hat von diesem Merkmal Erfahrung gebracht. Mutti ist eine... Was? Begabte Köchin, ja, das ist richtig. Auf jeden Fall. Hat er auch schon Level 8, glaube ich. Zu denen werden wir auch irgendwann mal gehen, ne? Weil ich muss auch gerade mal was gucken. Ja, fehlt nicht mehr ganz so viel. Kann der Rumpel ja morgen mal einen Angriff nehmen, einfach. Und, ja. So.
Wer klingelt denn da? Ah, ist so der Paparazzi, so die Paparazzi-Alte, ne? Ach, Anne Song! Jetzt ist es kein Paparazzi mehr. Achso, ja. Hab schon Feierabend. Naja, haben sie ja eigentlich auch. Haben sie ja eigentlich auch. Weiß ich, habe ich das offscreen gemacht, wo ich die eine da so verkuppelt habe oder so? Ich keine Ahnung. Ob ich das offscreen gemacht habe oder so. Keine Ahnung. Ja, weiter geht's erstmal. Der Gronkh, der sieht ziemlich. Alter, der ist so. Der muss sofort nach. Der muss sofort nach Hause. Sofort! Und dann musst du ganz schnell noch was essen. Auf jeden Fall. Mach die Musik aus! Bin ich gerade durch. Gronkh ist gerade durch mich durchgelaufen. Wie ekelhaft. Iba. Na gut, wenn er mich ignoriert, ne, dann kann das schon passieren, dass er durch mich durchläuft. Das kann schon mal vorkommen. So. Achso, nein! Verdammt. So, ich muss ja mal Pause machen. Bevor mir die Zeit davon läuft. Und dann kann man mal aufräumen, dann... Viel Geld haben wir eigentlich, 4000. Ich muss eine Spülmaschine leisten. Weil abwaschen ist blöd, finde ich. Zeit. Platz haben wir ja noch. Kaufmodus. Ja, leck mich. So. Was haben wir denn da? Küche. Spülmaschinen. Das können wir sogar leisten. Das ist ja super. 300. Ja, 700. Ich meine. Ist doch super. So. Das ist schon mal herrlich. Was? Stills als Freund? Nee. Stills erinnert mich an Stinnis, weil es gar, also wo der Turmbaumarkt noch, wo es den noch nicht gab, ich weiß nicht, ob das eine Kette war, aber da gab es den Stinnis Baumarkt. Also ist noch ganz alt, also da war ich glaube ich 10 oder so. Ja, bin ich mal mit meiner Mutter vorbeigefahren oder bin ich mal reingegangen, keine Ahnung. Naja, wollte ich mal gesagt haben. Ja, Gronkh, du kannst mal Reste essen, Hot Dogs. Auf jeden Fall. Sonst fällst du ihm, kippst du ihm aus dem Latschen einfach. Brauchst ja nicht abwaschen, brauchst einfach nur reinstellen. Wenn du jetzt den Ding im Arsch kriegst, das wäre ein Wunder. Weil der ist neu. So. Dings pennt schon, das ist schon mal super. Aber nicht, dass du am Tisch einschläfst, das, ja, das wäre ein bisschen blöd. Weil, ach, auf Klo müsstest du auch noch, ne? Naja, kann er ja nächsten Morgen machen, das ist ja nicht... Ist ja nicht so das Problem, ne? Aber jetzt fangen wir die neue Aufnahme schon wieder an mit dem Schlafen. Schlafen gehen einfach. Was macht der Rumpel? Der pennt. Hat Hunger wie Sau. Ja. Na, sozial und sowas geht ja noch alles. Alter, der Gronkh, der sieht ja übel aus. So, dann gehst du nochmal auf Klo. Bevor du auf Klo nachher nur einschläfst. Weil nicht, dass er auf Klo einschläft, das... muss man sich mal vorstellen, er sitzt auf der... Naja. Wenn er jetzt sich jetzt hinsetzen würde. Muss ich mal vorstellen, er sitzt auf der Schüssel und pennt. Das ist, ja. So, dann schlaf. Wär super. So, der Rumpel, der wird ja auch als erstes wach, denke ich mal. Müssen wir mal gucken, wegen Hunger und so. Und dann geht das nachher auch schon. So. Ja,
Aber ich müsste, also in dieser Aufnahme müsste ich das hinkriegen, was ich mit Rumpel und Lissy vorhatte. Und dann werde ich, glaube ich, auch den Haushalt wechseln, weil ich was gucken will gerne, weil, aber ich will ja nicht, ich will jetzt nicht spoilern, was ich da gucken will. Jo. Na? Hat die es daneben geschmissen oder? Nee, ist rein, ist drinne. Gut. Boah. Was hat denn der Arbeitsspeicher schon wieder? Alter. Wo das Spiel nicht gestartet, also ohne das Spiel hat's von der, also der ohne Spiel hat der Arbeitsspeicher jetzt oder hatte der Arbeitsspeicher 57% Auslastung, jetzt hat sie 85, also das ist schon ganz schön doll. Das ist schon, hängt auch schon in den roten Zahlen quasi. Ich müsste meinen Arbeitsspeicher mal aufrüsten, das ja, das wäre notwendig. Ja, krieg mal Hunger. Das ist. Ja, Achievement. Darauf habe ich nur gewartet. Bitteschön, jetzt kannst du essen. Erst ein Achievement kriegen, Rumpel. Dann kriegst du. Dann kannst du futtern. Heb mal deinen feisten Arsch aus dem Körbchen. Und deine Metal-Hand. Ne, das. Ich finde die immer genial. Die Metal-Hand. Passt ja auch zu Rumpel. Also zu den Original-Rumpel. Der ja kein Hund ist, eigentlich. Nur weil es keine... keine so eine komischen Hüte gibt, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Wenn es keine komische, so eine komische Hüte nicht gibt, kann ich ihn ja nicht als Sim an sich machen. Ne, das geht leider nicht. Denn dann müsste ich ihn dann auch hier einziehen lassen und auch als Mitbewohner und das wäre ein bisschen klein eigentlich, die Wohnung für drei Leute. Wobei die auch nur ein Bett haben. Das, ja. Und zu dritt im Bett, das, nee, das will ich mir nicht vorstellen. So, Rumpel hat gefuttert, dann kann er erstmal ein bisschen was kauen gehen. So, der Rumpel. Das Rumpelstilzchen. Ah. Oh, Alter. Na, die pennen ja noch. Walle gleich nicht mehr. Der muss ja auch bald wieder arbeiten, ne? 7 Stunden. Wenn ich das richtig sehe, ja. 7 Stunden. Oh, Nase juckt. Warum sage ich das eigentlich? Ich muss es doch nur einfach machen. Also in der Nase kratzen und so. Wäre anders, wenn man eine Facecam aufnehmen würde. Aber dazu wollte ich auch noch eigentlich auch noch was sagen, weil, naja, One Late Night ist ja nicht so gut gewesen mit Facecam, sag ich mal. Und naja, das ist auch ein Scheißbo. Was? Hundefreunde? Was? Ist auch ein blödes Aufnahmeprogramm gewesen, weil, ganz ehrlich, sowas wie Sony Vegas, was über 500 Euro, fast 500 Euro kostet, das, kann ich mir definitiv nicht leisten. Und du sollst einfach mal, oder? Das geht eigentlich. Kannst du auch weiter krauen, so. Und das kann ich mir echt nicht leisten, sowas. Warum macht ihr schon wieder Löffelchen? War euer Techtelmechtel so schön? Naja. Ich hoffe, das sehen die nicht. Weil ich weiß auch nicht. Und bitte schickt denen das nicht. Das wäre eine Strafe für mich einfach. Naja. Naja, was heißt, es ist einfach nur ein Spiel und die werden sich, denke ich mal, darüber auch nur kaputt lachen. Und sich fragen, was hat der denn da gemacht? Naja. Na, obwohl, wenn ich das gewesen, also wenn die das mit mir machen würden im Spiel,
Naja, einerseits würde ich ein bisschen, würde ich drüber lachen, andererseits... Nein, ich würde nicht drüber lachen, weil es ist ja nur als Spaß gemeint und ich mache ja damit auch nur Spaß. Also, du brauchst da nicht hinlegen, die lege ich einfach mal wieder hier rein. Hahaha. Siehst du, das kann Walle gleich auch mal machen hier. Handy, Dienste anrufen. Warte mal, Dienste. Dienste anrufen, genau. Erstmal das feiste Telefon rausholen. Zeitungslieferung, Dienste abbrechen, genau. Ich will hier keine Asi-Toast... Ach, verdammt, Mann, was ist mit meiner Sprache heute los? Das ist doch blöd. So. Ich will hier keine Ich krieg das nicht hin. Ich will hier keine Asi-Toaster-süchtigen Mädels hier rumstehen haben, immer, jeden Morgen. Das ist blöd. So, jetzt habe ich es mal hingekriegt. Meine Fresse. So. Die Zeitung ist bereits auf den Weg? Ja, natürlich. Die habe ich schon weggeschmissen. Ne, also, die ist nicht mehr auf dem Weg. Auf dem Weg zum Recycling, ja. Auf jeden Fall. So, Walle. Ich werde schon wieder laut. Das ist nicht gut. So, Walle, was kannst du denn noch machen? Du kannst essen. Essen fassen. Du kannst ein paar Waffeln spachteln. So, was? Mit anderen oder alleine essen gehen. Bistro zu kleinen Kursen. Ach so. Schafft er das denn, wenn er das jetzt noch gleich macht? 4 Stunden. Ach, schade, wenn er jetzt isst. Ah, blöd. Nein, er muss erst morgen machen. Also. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe es auch zu spät gelesen. So, Rumpel, was hast du denn? Ach, Hahngedränge. Kannst du mal in den Whirlpool pissen? Das geht doch auch, oder nicht? Nö, der kann nur die Farbe einstellen. Natürlich. In den Whirlpool pissen kann er nicht. Nur Farbe einstellen, komischerweise. Wobei ich mal wissen will, wie der Hund das machen will. Also ich... Ja, du hast eine Spülmaschine. Freu dich. Hahngedränge. Kann auch mal sein Hahngedränge in die Schüssel drücken. Und dann kann er säubern. So. Hygiene. Oh, dann kann er duschen. Muss er die auch sauber machen? Nee. Muss er die sauber machen? Nee. Ah, Rumpelbaden kann er. Was er dann? Weil, wieso ist er dreckig? Wow! Was? Och Mann, noch ein... Dann kann er Rumpelbaden. Was? Nee. Dann muss er Rumpelbaden einfach. So, Rumpel sein vom Baden, ne? Rumpel! Rumpel, Walle will mit dir baden. Das magst du doch. Weil der muss sich auch für Lissi auch ein bisschen fein machen, ganz ehrlich. Wenn er nachher wieder zu Lissi geht. So heimlich, klammheimlich zu Lissi gehen einfach. Oh. Der Gronk, der steht ja auch in der Ecke und schämt sich. Hat er heute auch frei? Halt! Die Fahrgemeinschaft für Sagata fährt in einer Stunde. Man hat ja wenigstens noch Zeit zum Duschen, ne? Der Gronk, was hat er denn? Hunger. Nicht, dass ich gleich niesen muss, weil ich habe gerade übelstes Kribbeln in der Nase. Ach, Mensch. Wäre nicht gut. Aber dann würde ich auch eine Pause machen, weil das einfach zu laut wäre.
Ich kann das ja nicht wie Gronkh leiser machen, wegen Mischpult und so. Das habe ich ja nicht. Kann ich mir auch gar nicht leisten. Von daher. Naja. Dafür muss ich mehr Abos kriegen. So. Walle, du stinkst selber. Das ist ja sehr schön. Hast dich wohl von Rumpel anstecken lassen, weißt du, wegen Stinken und so. Hm. Der qualmt auch schon, der Walle. Das ist ja eklig. Ach, der... Jetzt geht er auch an die Spülmaschine, jetzt muss er ihn nicht abwaschen, ne? Ja, ja. So, was kann der Gronkh noch machen? Hygiene. Kann der ja nicht. Was? Ach, Harndrang hat er. Boah, da kann auch mal ein bisschen Fernsehen.